Ich bin Tokumbo. Ich bin Sängerin und Songschreiberin. Meine Kindheit habe ich zwischen den Kulturen meiner Eltern verbracht, in Nigeria und in Deutschland, und bin zwischen den Kontinenten hin und her gependelt. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, wie ich das erste Mal bewusst Schnee erlebt habe mit 8 Jahren im Winterurlaub in Tirol. Summer salts on tightropes without a safety net. Candy floss and ice cream and all that you could bet. Musik hat mich in der Familie immer begleitet. Mein Vater hatte ein Folkduo, und eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie ich an der Tür stehe und den Proben lausche. Später habe ich mit meiner Mutter viele Roadtrips gemacht, und im Auto haben wir die Musik gehört von Simon und Garfunkel und von Joan Baez, und das ist bei mir geblieben. Im Studium habe ich dann die Band Tok 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 gegründet mit dem Saxophonisten Morten Klein, und wir sind 15 Jahre durch die Welt getourt, haben Alben rausgebracht, und seit 2014 bin ich als Solo-Künstlerin unterwegs. Für mich ist jeder Song ein Kurzfilm, und ich sehe vor mir einfach ganze Welten, die sich entfalten, entspinnen. Mein Solo-Debüt Queendom Come ist rausgekommen, und 4 Jahre später dann The Swan. Und The Swan ist beeinflusst gewesen von der Geburt meines Sohnes. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, und das Album handelt von Verwandlung. Will I see you again? Will you ever return to this place? Where do you go? Mein neues Album heißt Golden Days. Es ist mein 3. Soloalbum und steht für mein Lebensmotto, aus schwierigen Situationen etwas Schönes entstehen zu lassen und Herausforderungen in Gutes zu verwandeln. Where have the golden days gone? Take me to Golden Days ist im Lockdown entstanden. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass wir wahrscheinlich länger mit dieser Situation zu tun haben werden, und habe beschlossen, ich möchte aus der Zeit herausgehen mit neuer Musik und mit einem neuen Album. Akustisches Pop-Album mit Folk, mit einem Hauch Jazz, mit einer Prise Country, und wir haben wunderschöne Streicher dabei von der Multi-Instrumentalistin Anne de Wolf. Ein
Einige der Songs sind Menschen gewidmet aus meinem Leben, von denen ich mich nicht verabschieden konnte. Und durch die Musik kann ich dadurch einfach auch ein Stück loslassen und sie ziehen lassen und meinen Frieden damit finden. I move mountains just to feel what I felt when last we held each other in our arms. Trotz der Herausforderung mit kleinem Kind zu Hause ohne Betreuung habe ich mich immer wieder in unser Gartenhäuschen zurückgezogen und habe an den Songs gearbeitet und geschrieben, bis es schließlich wieder möglich war, sich zu treffen mit anderen. Und da bin ich dann mit meinen beiden Produzenten Ulrich Rode und Matthias Meusel zusammengekommen und wir haben dann das Album fertig geschrieben. We used to think we changed.